Jetzt müsste man mich hören. Danke. Das war's. Jetzt will ich aber wissen von euch, man macht sowas durchaus aus Spaß mal, ne? Aber was ist denn denen aufgefallen, die es geführt wurden? Einfach spontan. Spannend, schwierig, spätestens nachdem man noch Abstände einhalten musste. Also, mir war schon zu viel. Gibt es da noch Ergänzung? Also, als ich das gemacht habe, das allererste Mal, auch im Radioactive-Seminar hatten wir das als so eine Übung, hat man ganz schnell gemerkt, wenn man den anderen führt oder auch selbst geführt wird, irgendwann gibt es eine Stelle, da will man nicht mehr. Also da hat man eine innere Barriere, da jetzt alles mitzumachen und mitmachen zu wollen. Was haben denn die gespürt, die geführt haben? Krank? Ihr konntet alles mit den Leuten machen? Ja? Brav, Junge. Ja, was man auch noch relativ schnell eigentlich wahrnimmt, ist, dass man eine ganz schöne Verantwortung hat, und wenn man das jetzt zu stark übertreibt, bringt man den anderen aus dem Gleichgewicht. Ne? Und was hat das jetzt mit dem Interview zu tun? Logischerweise. Ne, mit dem Interview habe ich die Macht. Mit dem Interview habe ich auch sehr viel Ausdruck und Kontrolle. Und darüber wird es in dem zweiten Teil nochmal stärker gehen. Aber wir knüpfen trotz alledem bei dem ersten Teil an, weil da kommt das schon drin vor. Also von der Idee zum Beitrag oder wer sucht, der findet oder wer gefunden hat, hat die Qual der Wahl. Und wenn man mit seinem Beitrag, seinem Radiobeitrag soweit ist, dann ist man eigentlich schon fast im Gestalten drin. Und im Endeffekt soll es heute ein bisschen um das Thema Recherchieren gehen und wie mache ich das richtig und wie gehe ich das an. Und insgesamt kann man sagen, dieser Prozess, der gilt natürlich fürs Journalistensein, das gilt aber auch, wenn man für sein Thema irgendwann mal etwas tut, irgendwann hat man so eine Idee, ob jetzt journalistisch oder im Studium oder auch mit seinen Schülern später mal im Unterricht, man hat eine Idee, die man machen will. Dann fängt man an zu graben und zu recherchieren und dann kommt irgendein Ergebnis raus. Und hier im journalistischen Bereich ist das eben die Nachricht, im wissenschaftlichen Bereich ist es der Bericht, im journalistischen Bereich ist es ein Report oder auch ein Bericht, hier im wissenschaftlichen Bereich ist das ein Sachstandsbericht oder ein Forschungsbericht, was hier dann so meistens Arbeiten, Masterarbeiten sind und so. Und deswegen denke ich mal, ist das schon ein durchaus relevantes Thema, was hier weit über das Seminarziel rausgeht. Mal wieder ein schönes Zitat. Die Journalisten sind nämlich Geburtshelfer und die Totengräber der Zeit. Dargestellt hier eine der ersten Streiks in der Autounion und was man aus so einem Bericht machen kann. Man kann natürlich jetzt so eine Position einnehmen, die Streikenden ihre Rechte eigentlich angeht. Man kann aber auch die Position des Ordnungshüters einnehmen, der sagt, aber mit Aufstand hat das nichts zu tun. Wenn streiken, dann im stillen Kämmerlein. Ne? Wie komme ich denn zu der Idee? Meistens habe ich ein eigenes Thema. Ihr habt vielfältig in euren Redaktionsteams eigene Themen. Manchmal begegnen sie einem auf irgendwelchen Stufen, ne? So Beatles-Brücke oder Beatles-Treppe in Liverpool. Oder ich kriege von irgendjemandem gesagt, mach mal was zu diesem Thema.
Das wird jedes Mal eine andere Form kriegen. Oder es passiert nun mal gerade etwas. Anders bezogen. Und dann habe ich ja mit jedem dieser Themen, die ich habe, habe ich ja irgendwas noch dazu. Ich habe einen geschichtlichen Kontext. Ich könnte überlegen, will ich das nicht ganz in eine andere Form gießen, die in der Zukunft spielt? Oder hat es einen ganz aktuellen, zeitgenössischen Bezug? Hat es eine Relevanz für die Gesellschaft oder nur für mich oder kleine Gruppen? All die Sachen, die muss man für sich dann schon filtern, sortieren, aber alles wirkt sich auf die Gestaltung aus und letzten Endes, die Ideen sind vielfältig und wie man zu Ideen kommt, gerade im Radiobereich, das ist auch sehr vielfältig. Es gibt Agenturen, Nachrichtenagenturen, es gibt Pressemeldungen von Unternehmen, auch unsere Uni macht hier regelmäßig Pressemeldungen. Es gibt öffentliches Interesse oder es gibt genau das, was man wählt, was nicht jeder berichtet, weil man denkt, das ist wichtig. Das nennt man so Gegenöffentlichkeit. Durchaus baut jeder so sein Informationsnetzwerk auf. Letzte Woche in der Sendung, das war ein schönes Beispiel, da hat jemand ja wohl offensichtlich einen Bekannten interviewt. Das ist ein schönes Beispiel für so ein Informationsnetzwerk, was da zur Anwendung kommt. Oder es gibt Leute von außen, die sagen, hey, mach doch mal was. Und wie gestalte ich so eine Recherche? Im Prinzip fange ich erstmal ganz breit an. Ich brauche einen Überblick, was ist denn überhaupt mit dem Thema verbunden? Was ist mit dem Thema gemeint? Was gehört nicht dazu? Dann muss ich da auch Entscheidungen treffen. Dann brauche ich auch noch Quellen und Informationsgeber dazu. Und vielleicht will ich ja den Beitrag so gestalten, dass ich meine Informationen nicht nur auf das, was ich recherchiert habe, berufe, sondern in diese Recherche kommt auch rein, wen kann ich denn fragen? Wen kann ich denn zum Interview bitten? Aber hier jetzt nicht, um überhaupt was rauszufinden, sondern um das, was ich eigentlich recherchiert habe, auch zu belegen. Und ein Herr Karius hat da irgendwann mal gesagt, so die sicherste Methode, um auch dumme Fragen zu vermeiden, ist, man nennt die Frage eine Recherche. Irgendwann, das kann ich euch versprechen, muss man sich entscheiden. Und dann fängt so ein bisschen diese Skelettarbeit an. Da muss ich das Ganze auf den Punkt bringen. Und wie man das macht, geht im Endeffekt, indem man diese Fragen hier einfach mal abarbeitet. Ja, was ist denn an der Geschichte dran? Ich habe jetzt das Thema. Jetzt muss ich wissen, was ist an der Geschichte dran? Was weiß ich denn noch nicht? Auch wichtig, nicht nur eine Seite gehen, sondern auch, was ist denn die andere Seite? Wer ist denn eigentlich dagegen, wenn jemand sagt, wir sind da alle für? Und wiederum dieses von außen nach innen recherchieren, irgendwann hat man das Pudelskern so rein, fein, raus skelettiert. So, jetzt habe ich schön recherchiert, habe wahrscheinlich ein Riesenblatt von lauter Ideen. Jetzt muss ich daraus hier einen Beitrag bauen. Und die Empfehlung, weil wir es hier mit dem Audio mit einem Bereich zu tun haben, der analog ist, das heißt also, was am Anfang gesagt wird, muss erstmal interessieren, das Wichtige muss am Schluss kommen, im Schlusssatz. Wie baue ich denn das auf? Und da wird immer eine Methode empfohlen, die nennt sich die Lead-Methode. Es ist an der Pyramide orientiert. Das Allerwichtigste, der Lead-Satz, der kommt am Anfang. Dann kommen die Sachen, die diesen Kern, diesen Lead-Satz unterstützen. Die Supporting Facts, wie es hier genannt wird. Dann kommen noch so ein paar Details. Beispiele können schöne Details sein. Alltagssachen. Dann kommen noch so ein paar Hintergrundinformationen. Und dann kommt alles, was eigentlich gesagt werden muss, aber was gar nicht so wichtig ist, um das zu verstehen. Im Lead ist alles drin, was im Verstehen von einer Nachricht wichtig ist.
Das ist klar. Gibt es da Fragen? So, Pyramide deswegen. Der Arbeitsaufwand ist natürlich in der Breite zu sehen. Ne? Aber der Anteil, der später im Bericht vorkommt, der ist im Prinzip, der Lead hat den höchsten Anteil und dieses Must Be Said, das ist im Endeffekt, sollte man sich da entscheiden, muss ich das denn wirklich haben? Sonst verflachen so Beiträge auch ganz schnell in 1000 Einzelheiten. Ja, jetzt kommen wir mal, ihr habt ja alle, das fand ich echt super, inzwischen euren Ehrenkodex auch so ausgefüllt und hochgeladen und weitergegeben. Und da kommt ja unter diesen, sagen wir mal, wichtigen Sachen, was Journalisten machen müssen, aber was auch Wissenschaftler machen müssen, das ist das Thema wahrheitsgemäß berichten. Was heißt denn eigentlich wahrheitsgemäß? Ich muss mich ja entscheiden. Ich kann nicht alle Fakten zu irgendetwas bringen. Und da hilft uns natürlich methodisch vorgehen. Das heißt, alles, was ich an Quellen habe, muss ich auch belegen, dokumentieren können. Ich muss mich bemühen, das Ganze nicht zu verfälschen. Ich kann nämlich sehr viel verfälschen, gerade im gesprochenen Wort. Es ist ein Unterschied, ob jemand Teilnehmer oder Teilhaber ist. Es sind ein paar Buchstaben, aber es ist ein Unterschied. Ne? Die Fakten müssen korrekt sein. Und das Letzte, wenn ich nicht genau weiß, ob das korrekt ist, was ich denn da sage, ob ich eine Vermutung nachgehe, dann darf ich das auch sagen. Wenn ich sage, es wird vermutet, dass, oder ich vermute, dass, oder mir stehen keine weiteren Quellen zur Verfügung, um das jetzt zu überprüfen. Das ist hier mit der Transparenz gemeint. Weil nichts ist schlimmer, als wenn über Medien Gerüchte weitervertragen werden, die dann hinterher keiner überprüfen kann. Gibt es von euch aus da jetzt gerade Fragen zu? Alles klar? Dann kommen die im Tun. Die Sachen stelle ich euch im Netz natürlich zur Verfügung. Und würde jetzt weitergehen mit dem zweiten inhaltlichen Teil. Gibt es denn im Netz Fragen? Andreas? Gut. Nichts. Und das hat jetzt auch ein bisschen was mit dem Thema Medienbildung zu tun, wie man es normalerweise versteht. Und zwar, wenn ich so Medien vor mir habe, so, das Hauptziel von der kleinen Einheit ist jetzt, was ist denn eigentlich Internetradio und wie kann ich das denn verstehen, wie kann ich mir das denn erklären, dass wir jetzt, was das bedeutet, wenn wir jetzt 44 Zuhörer hatten oder so. Und was heißt das? Und da gibt es verschiedene Methoden, wie man Medien als Modell fassen kann. Und die sollen jetzt hier einfach mal zum Thema kommen. Ich ende mit etwas. Das kann einem in jedem, sagen wir mal, in jedem Forschungskontext hinterher mal retten. Das ist nicht die erste Diplomarbeit, die mal über Frageformeln gerettet wurden, weil zum Beispiel irgendwelche Ergebnisse nicht mehr so zusammengepasst haben und sowas. Also ich ende heute mit einer medialen Universalformel. Konrad Lorenz kennt ihr alle, oder? Das ist der mit den Enten. Der hat mal was gesagt und jemand hat sich da jetzt angelehnt dran.
Gedacht ist nicht gesagt, gesagt ist nicht gehört. Gehört ist aber auch nicht verstanden. Verstanden ist aber auch nicht gewollt. Und gewollt ist nicht gekonnt. Und gekonnt und gewollt ist nicht getan oder gemacht. Und gemacht ist nicht das immer gemacht oder beibehalten. Ne? Das heißt also, wir müssen das Ganze unter so eine bisschen Vorbehaltsklammer sehen. Modelle sind ja dafür da, dass man analytisch etwas besser versteht. Aber das heißt nicht, dass diese Erkenntnis jetzt immer und überall gilt. Fangen wir mal informationstechnisch an. Was ist denn ein einfachstes Medienmodell, was ihr euch vorstellen könnt? Wir kommen aus der Nachrichtenübertragung. Wer findet es raus? Ja, das Sender- und Empfängermodell. Genau. Dann haben wir noch was in der Mitte. Ein Kanal. Ne? Also, heißt auch relativ einprägsam SKE, Senderkanal-Empfängermodell. Ist ein sehr simples Modell, aber es ist ein Modell, das gilt. Ne? Irgendjemand sendet, dann gibt es einen Informationskanal, über den das übertragen wird. Und dann gibt es einen Empfänger, der hört es. Wichtiger Unterschied hier, Information und Daten. Wer kennt den Unterschied zwischen Information und Daten? Kennst du? Bist du am Überlegen? Wir kommen drauf zurück. Der Hauptunterschied ist, dass Daten alles sein können, auch Rauschen können Daten sein, während Informationen sind mit Sinn belegte Daten. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo etwas beladen wurde mit Sinn, mit Bedeutung, Zeichen und Code. Bilder sind ja auch Daten, aber die Bilder haben eine Bedeutung. Und erst dann, wenn sie eine Bedeutung haben, haben sie einen Informationsgehalt. Sonst sind es eigentlich technisch nur Einsen und Nullen. Ne? Aber erst bei Informationen kann ich sagen, okay, es gibt die Geschichte, dass ich Daten habe, die gehören da rein. Und es gibt Daten, die gehören da nicht rein, die stören einfach nur. Und das sind sogenannte Stördaten. Ne? Oder wie zum Beispiel Rauschen. Aber mit dem Modell kommt man schon relativ weit. Wir können es hier mal am Beispiel eines Telefongesprächs zwischen zwei Mobiltelefonen ausprobieren. Was ist da jetzt der Sender, was ist der Empfänger, der redet, in dem Moment sendet, der zuhört, in dem Moment empfängt. Der Kanal sind irgendwelche Mikrowellen oder Funkfrequenzen und die Informationen, die ergeben dann den jeweiligen Sinn. In dem Moment, wo der andere antwortet, ist es genau das Gleiche. Wenn sie sich beide ins Wort fallen, dann haben wir die Gegenseitigkeit. Wie ist das jetzt beim Internetradio?
Im Endeffekt haben wir irgendwo, die, die es das letzte Mal gesehen haben, wenn irgendwo Mikrofone stehen, gehen dann durch irgendwelche lauter kleine SKE-Ketten in einen Rechner, der geht ins Internet, dann wird es auf den Server hochgeladen und die anderen können sich das von dem Server runterladen und kriegen dann die, diese Empfangsmöglichkeit über ihren Player oder übers Web. Gut, ist das jetzt so einfach? Gleich nochmal ein bisschen hinterfragen. Schulz von Thun. Greift ja dieses Modell auf und erweitert das jetzt auch auf die zwischenmenschliche Dimension, aber auch als Erziehungskontexte und sagt, na, so simpel ist das ganz gar nicht. Wir haben zwar eine Nachricht, die ist also beladen mit Vereinbarung und trotzdem geht das Ganze schief und nicht nur die Störeffekte, das Rauschen stören dabei oder die Qualität ist nicht gut, sondern es ist auch entscheidend, dass diese vier Faktoren, diese vier Felder übereinstimmen, dass die Sachebene die gleiche ist, sowohl beim Sender als auch beim Empfänger, dass die Beziehungsseite gleich ist, sowohl beim Empfänger als auch beim Empfänger, beim Sender. Dass das, was man über sich selbst preisgibt, entsprechend übertragen wird und das, was man als Appell auch loswerden möchte, dass das auch dran kommt. Wird euch ja noch ganz viel begegnen in ganz vielen Seminaren. Da habt ihr schon mal gesehen, wer kennt es schon? Ja, okay. Weiß gar nicht viel. Diese simple Modelle, das erste bekannt als unter anderem auch als Shannon-Beaver-Konzept, ist ja 1920 irgendwann mal entstanden. Ne? Da kam man relativ schnell dann drauf, dass man das natürlich auch auf Massenkommunikation anwenden kann. Das wurde dann mal so weiterentwickelt, zuerst einem Zweistufen-Konzept. Da war man auch fest der Meinung, unsere Medien haben die Bürger und alles im Griff. Und wir haben einfach Meinungsträger, Opinion Leader, Politiker, Stakeholder und wir haben eben Leute, die noch keine Meinung haben oder nicht meinungsführend sind und wir überzeugen die mit Hilfe der Massenmedien. 65 hat man festgestellt, nee, diese Richtung trifft es nicht so ganz. Das ist zu simpel, es gibt im Prinzip Meinungssuchende, das sind die Opinion Artists. Und auch immer noch Meinungsprägende. 1950 hat man festgestellt, auch wissenschaftlich untersucht, Moment, wir haben ja noch Leute, die in der Mitte sitzen. Das sind sogenannte Gatekeeper. Und das ist eigentlich relativ einfach. Das sind diese ganzen Agenturen, die über Nachrichten die Hoheit haben. Wie sich das heute auswirkt, das kann man sich vorstellen. Wenn irgendwo ein Schiffsunglück ist, wundert man sich, warum plötzlich an vielen Stellen in der Welt über Schiffsunglücke berichtet werden kann. Wenn irgendwo eine Flugzeugkatastrophe passiert ist, wieso sind denn so viele andere Flugzeugkatastrophen immer wieder auf dieser Welle? Das ist klar, ne? Da haben die Gatekeeper die Funktion, das Interesse ist geweckt. Der Markt, der Medienmarkt gibt das her. Also wird über die anderen Sachen, die sonst eigentlich durch den großen rauschenden Filter gesprungen wären, wären gar nicht berücksichtigt worden. Eine ganz andere These. Hier wird ja immer noch sehr von diesem SKE-Modell ausgegangen. Es hat jemand seine Meinung, der andere teilt sie. Ne? Deswegen ist hier für Meinungsteilung. Er sagt, eigentlich sind Medien wirkungslos. Denn ich als Mediennutzer habe hier die Macht, ich kann ausschalten. Und so auf der kognitiven Dissonanz, die da in dieser Zeit entdeckt wurde, 1960, da hat man das Ganze auch mit begründet, dass man gesagt hat, jemand, der sich für ein Thema nicht interessiert, der wehrt sich eigentlich gegen dieses Thema.
und der noch keine Meinung sich bilden will zu einem Thema, der wehrt sich dagegen. Das heißt also, er neigt eher dazu abzuschalten oder umzuschalten, als sich Gedanken darum zu machen. Das ist so die Verstärkerthese. Jetzt kommen wir mal ein bisschen in Richtung Lernen oder auch Verstehen, beziehungsweise die Kognitionspsychologie. Hier wurde zum Beispiel 1970 festgehalten, abhängig davon, wie jemand gesellschaftlich gebildet ist, welchen sozioökonomischen Status jemand hat, ist jemand gut in der Lage, Informationen zu verarbeiten oder nicht. Und das hat wiederum eine Auswirkung auf sein Mediennutzungsverhalten. Das ist eine Kultivierungs- oder Wissenskluft-Hypothese. Ich wage mal, das hat sich heute etwas gewandelt, zu behaupten. Die Wissenskluft ist nach wie vor da, wenn ihr mal in das Thema wissenschaftlich einsteigen wollt, das nennt sich digitale Spaltung zum Beispiel, ist ein großes Thema, aber es ist viel stärker ein Phänomen geworden über die Medienkompetenz als über den sozioökonomischen Status. Also wer mit Computern aufgewachsen ist, wem Computer in der Arbeitswelt begegnet sind, hat einen anderen Zugang zu Informationsquellen heute als früher. Das findet sich hier wieder. So eine Frau Nolle-Neumann, die hat irgendwann mal 1970 die Schweigespirale rausgebracht. Die ist nämlich ganz im Gegensatz zu dem, was diese Verstärkerthese sagt die nämlich, es gibt zwar eine kognitive Dissonanz, aber jemand, der keine Meinung hat, der hat einen so großen sozialen Druck, oder der eine Gegenmeinung hat, hat einen so großen sozialen Druck, dass er sich gar nicht mehr äußern will mit seiner Gegenmeinung, weil es sind ja eh alle für die Autobahnmaut. Ja, da ist der soziale Druck aufgebaut. Deswegen sagt keiner mehr was dagegen. Oder so. Und die letzten zwei, die haben einen ganz anderen Aspekt, was diese Medienmodelle angeht. Die letzten zwei, da geht es darum, dass Medien Macht haben. Und zwar, die haben einmal durch ihre Auswahlfunktion, haben die Möglichkeit, Themen überhaupt zu bestimmen oder zuzulassen. Oder im letzten Fall, wenn man so PR-Menschen kennt, die gehen fest davon aus, dass Medien auch die Gesellschaft gestalten. Und das wird zusammengefasst mit Agenda Setting und Agenda Building. So, Fragen? Dann komme ich mal zu der Universalwaffe. Und das hat auch wiederum mit dem Beitrag was zu tun. Da hat jemand 1920 eine Formel losgelassen, die eigentlich total einfach klingt. Er hat nämlich behauptet, mit dieser Frage kann ich jedes Kommunikationsereignis in der Welt sinnvoll beschreiben und analysieren. Wer sagt was, über welchen Kanal, zu wem, mit welcher Wirkung? Im Endeffekt ist das so, wenn man das als so eine Art Kontrollfrage für seinen eigenen Beitrag nimmt, denn was man analysieren kann, kann man ja umgekehrt auch wieder zum Gestalten verwenden, ist das wie eine Faustformel zum Selbstausdrücken. Und wenn ich so einen Bericht, einen Beitrag in irgendeinem Bereich geschrieben habe, dann lege ich mich ganz oft auch nochmal mir das Ding zur Seite und überlege nochmal, was wollte ich eigentlich wann, wem, über welchen Kanal sagen und passt das denn alles noch so? Das ist die Lasswell-Formel. Und manch eine Diplomarbeit wurde damit ganz gut gerettet, weil sie einfach nochmal einen Zugang zu dem Thema bringt, der eben nicht mit dem Analysieren der Einzeldaten zusammenhängt, sondern nochmal diesen Blick auf das große Ganze erlaubt. Gut, habt ihr noch Fragen? Nö? Dann wäre ich jetzt im Prinzip
mit dem theoretischen Input am Ende, pünktlich in der Zeit mit 40 Minuten. Gut, gibt es zum Seminar noch Fragen, dann schalte ich erst den Stream aus. Gibt es da noch Fragen? Ja, genau.